Hallo ihr Lieben, ich bin Marisa und heute möchte ich euch gerne die Botschaften der Engel und aufgestiegenen Meister für die dritte Rauhnacht übermitteln. Die dritte Rauhnacht, der 26. Dezember, steht für die Zeit des dritten Mondzyklus im neuen Jahr. Und im 2016 ist das vom 9. März bis zum 6. April. Dafür steht der Tag heute, die Energie des heutigen Tages. Der März, der mit der dritten Rauhnacht korrespondiert, steht im Zeichen der Fische. Die Fische sind ein idealistisches, ein visionäres Sternzeichen. Was den Fischen auszeichnet ist, er ist hilfsbereit und mitfühlend. Wichtig für den Fischen ist es ebenfalls, im Fluss des Lebens zu sein. Das ist eine große Qualität der Fische und der Energie, die wir im März wahrnehmen können. Aus der Sicht der Erzengel, der Engel und der aufgestiegenen Meister ist es im März für uns wichtig, dass wir genau hinschauen. Dahin schauen, wo wir Informationen bekommen. Was lernen wir Neues im März? Welche Informationen werden uns vermittelt im März? Achtet euch darauf, woher ihr diese Informationen bekommt und ob diese Informationen, die ihr bekommt, vertrauenswürdig sind. Es ist wichtig im März zu hinterfragen, welche Informationen euch geliefert werden. Es ist wichtig, sie von allen Seiten anzuschauen und vieles Neues zu lernen. Neben dem Thema Lernen ist es im März auch so, dass ihr euch gerade auch in Beziehungen, aber auch als ganze Länder oder Nationen einsam fühlen könnt. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, auf einer kleinen Insel zu sein, inmitten eines riesengroßen Ozeans und irgendwie den Anschluss nicht zu finden. Diese Energie ist ganz stark im März und es kann sein, dass ihr euch gerade zu Anfang des Mondzykluses alleine fühlt, dass ihr euch einsam fühlt und dass ihr euch gerne besser mit euren Liebsten und euren Verbündeten verbinden würdet. Auch Zeiten der Einsamkeit, Zeiten des Rückzuges sind immer wichtig. Es ist die Zeit, in der ihr auf die leise Stimme in eurem Herzen hören könnt. Die Stimme eurer Seele, die euch dann sagt, wo der Weg weitergeht. Ob der Weg in der Beziehung im Gemeinsamen weitergehen wird oder ob jetzt die Trennung angesagt ist. Gerade im Märzen könnt ihr euch ein bisschen einsam fühlen. Am Anfang, das ist die Botschaft der Engel. Doch die Engel möchten euch auch beruhigen, denn nachdem ihr dieses Gefühl der Einsamkeit durchlebt habt, werdet ihr in die Vereinigung kommen, in die Verbindung, in das Zusammensein, sei es nun mit einem Liebsten oder auch mit Freunden oder Familie. Wenn ihr durch diese Zeiten der Einsamkeit gehen müsst, dann könnt ihr gewiss sein, sie mündet in der Vereinigung, sie mündet in der Freude, der Liebe, in der Verbindung. Es ist eine großartige Verbindung, die daraus entsteht, eine großartige Liebe. Etwas, worauf ihr euch immer und jederzeit verlassen könnt. Im März oder auch mit dem Beginn vom April könnt ihr gewiss sein, dass sich viele neue Beziehungen eröffnen werden. Neue Lieben werden sich finden oder Beziehungen, die etwas einsam geworden sind, werden wieder aufgefrischt werden. Wenn ihr euch in eurer Beziehung alleine gelassen fühlt, dann könnt ihr sicher sein, dass mit dem Frühlingsanfang dieses Gefühl vom Alleinsein in der Beziehung sich verändern wird und dass ihr diese Beziehung wieder intensiv leben werdet. So intensiv, dass eben eine wahre Vereinigung und Verbindung vonstatten gehen kann. Das kann die Vereinigung zweier Seelen sein. Vielleicht in Form einer Hochzeit oder auch in Form einer seelischen Verbindung. Das kann aber auch sein, dass daraus ein Kind entsteht oder eine ganz neue Phase der Beziehung. Damit ihr zu diesem Punkt kommen könnt, müsst ihr auch das andere Extrem kennengelernt haben. Das Extrem des sich einsam fühlen. Die geistige Welt möchte euch wissen lassen,
dass ihr gerade in Zeiten, in denen ihr euch einsam fühlt, besonders intensiv unterstützt seid von den Engeln, besonders nahe Engel habt, die den Weg mit euch gehen und euch wörtlich tragen durch das Leben, damit ihr es nicht alleine gehen müsst. Es ist ihnen aber auch wichtig, euch zu sagen, dass in Zeiten, in denen ihr besonders fröhlich seid, die Engel euch besonders nahe sind, denn sie lieben es, wenn ihr fröhlich und glücklich seid. Und sie möchten euch dann besonders nahe sein und mit euch dieses Glück und diese Fröhlichkeit feiern. In dem Sinne, freut euch auf den März und auf das, was er euch und uns allen mit dem Frühlingsanfang und den neuen Blumen alles bringen mag. Alles Liebe!